Yo Leute, was geht? Ich bin mal wieder euer Fimi. Nach langer Zeit mit einem neuen Video. Und zwar reden wir ein bisschen und zwar über alle Pokal-Endspiele und natürlich vor allem über den DFB-Pokal. Also verort nur ganz kurz, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, das ist ein Ventilator, weil es ist extrem warm hier. tut mir leid, deswegen aber muss einfach sein. Und ja, dann würde ich sagen, reden wir jetzt über die Pokal-Endspiele. So, natürlich erstmal, obwohl fangen wir mal erstmal an, zum Beispiel hier mit dem, mit der Copa del Rey. Copa del Rey natürlich hier. Und zwar hat natürlich Barcelona gegen Alavés gespielt. Und ja, es ist 3-1 ausgegangen für Barcelona. Also nur ein Titel in der Saison ist natürlich trotzdem nicht den Erwartungen entsprechend. Deswegen muss Luis Enrique auch gehen. Oder er wird gehen, so gesagt. Ja, auf jeden Fall Barca 3-1. Messi mit dem Tor, dann der Ausgleich. Und dann zweimal in der 45. macht Barca das 3-1. Und da war dann auch schon alles klar. Ich hätte das wirklich auch Alavés gegönnt. Aber ja, natürlich Barca. Das wäre natürlich ganz bitter, ein ganzes Jahr ohne irgendeinen Titel. Und so haben sie wenigstens einen Pokal hier gewonnen. Dann noch Arsenal-Chelsea, der FA Cup war das. Und was für ein Spiel. Hammer. Ich war echt überzeugt, dass Chelsea gewinnt. Souverän die Meisterschaft gewonnen, würde ich sagen. Auch wenn eine Zeit lang mal hier Tottenham nah dran kam. Oder etwas näher dran kam. Aber trotzdem hätte ich nicht so mit gerechnet. Natürlich nur 2-1. Ist natürlich auch jetzt nicht, keine Ahnung, ein ganz klarer Sieg. Aber ist halt ein Sieg für Arsenal. Und das haben sie sich verdient. Kam er nicht in die Top 4. Arsenal, ich glaube, dass es seit Arsene Wenger da ist, also schon ziemlich, ziemlich lange, kein einziges Mal passiert, dass sie nicht an der Champions League teilnehmen. Und ja, jetzt aber dafür wieder FA Cup gewonnen. Und ja, kann man den eigentlich schon gönnen, würde ich sagen. Dann der letzte Cup, über den ich reden will, abgesehen vom DFB-Pokal, ist der Coupe de France. Und das war ganz bitter für Angers. Die verlieren in der 91. durch ein Eigentor das Spiel mit 1-0. Und ja, der bittere Mann, den es getroffen hat, war Sissoko. Ein Außenverteidiger, der bei einer Ecke dann, ja, so war einfach nur bitter, sag ich mal so. 91. Eigentor. Und aber trotzdem, auch das keine überragende Saison für PSG. Man ist ja selber nur Zweiter geworden hinter Monaco. Womit man natürlich eigentlich gar nicht zufrieden ist. Denn die Ligue 1 hat ja auch Paris die letzten Jahre schon ziemlich oft gewonnen. Eigentlich so gut wie immer. Und jetzt mit Unai Emery klappt es halt nicht mehr. Mal gucken, ob Elliot da bleiben wird. Bin ich gespannt. Und ja, dann jetzt so ganz kurz, fällt mir gerade auf. Die Relegation, was war das denn? Wolfsburg im Glück, den Handelfmeter, den sie da bekommen haben. Das war Pech, einfach nur für Braunschweig. Und dann auch Boland, dieser Kopfball am Anfang. Lebensleere Tor, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann gibt einfach, keine Ahnung, Relegation, Highlights, Wolfsburg, Braunschweig. Das war unfassbar, da verliert man 1-0. Aber das Rückspiel konnte ich natürlich noch alles entscheiden. Und ich konnte auch Lieberknecht verstehen und seine Empörung. So, aber jetzt zum DFB-Pokal. Ich als Dortmund-Fan bin natürlich überglücklich. Ihr könnt es gar nicht glauben, ja. Gestern Abend, da war richtig was los hier bei mir. Wir haben rumgeschrien hier, weil ja, Dortmund hat gewonnen. 2-1. Und das hat sich Dortmund doch mal so verdient. Seid doch mal alle ehrlich. Und auch hier objektiv. Und ja, also Aubameyang mit dem Elfer, der lupft den in die Mitte. Also da muss man echt Eier für haben. Ich habe mich nicht mal getraut zu schießen, denke ich, in der Situation. Und der chippt ihn da in die Mitte. Und Radetzky ist eigentlich ein Elferkiller. Aber damit rechnet selbst der nicht im Pokalfinale beim Stand von 1-1 einen Chip rauszuhauen. Unfassbar, unfassbar. Aber Frankfurt, muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben gekämpft, sie haben es versucht. Und da war ja auch, also die erste Halbzeit hat mir